Leute, Versuch Nummer 7. Ich versuche zum 7. Mal eine Story hochzuladen. Ist doch nicht wahr, Mann. Ich habe jetzt so viele Sachen rausgelöscht, weil mein Speicher wieder aus allen Nähten platzt und so voll ist. Und ich komme hier mit meinem Auto nicht weg. Das regt mich so auf. Dieser Moment, wenn man zugeparkt wird. Hinter mir steht direkt ein Auto. Links neben mir steht ein Auto. Ich habe nicht genug Platz zum Wenden. Rechts neben mir sind Sträucher. Ich komme hier nicht raus. Ich will einfach nur zur Tankstelle mir was zu essen und zu trinken kaufen. Mit meinem Auto hinfahren, weil ich keinen Bock habe zu laufen. Und ich jetzt schon zum 7. Mal eine Story jetzt mache. Nee, zum 6. Mal, aber gefühlt schon zum 10. Mal. Also, ich wollte euch eigentlich noch einen ganz tollen Tag. Ich wollte euch nur einen tollen Tag wünschen und euch das kurz erzählen. Und ja, mal gucken, ob meine Laune genauso gut bleibt heute Abend. Weil abends kommt ja meistens die miese Stimmung und so, wenn ich dann zu faul bin. Naja, ich bin jetzt zu faul, wenn ich einfach immer zu müde bin, was zu machen. Diese komische Depri-Phase. Aber mir geht's gut, alles bestens. Ich hoffe, es bleibt dabei, ihr Lieben. Ich hoffe, meine Story lädt jetzt hoch. Ich hoffe, das schon zum 7., gefühlt 10. Mal. Also zum 6. Mal, ihr Lieben. Also bis ganz bald und ich wollte euch das kurz sagen und vor allen Dingen, wenn ich jetzt jemanden zugeparkt hätte, dann würde man mich melden. Dann würde hier mein Kennzeichen durch die ganze Firma durchgehen und ich bin nicht so eine, dass jetzt den hinter mir, dass ich ihn melde, weil der hat mich schon scheiße zugeparkt. Also ich habe zwar Platz, aber es reicht einfach nicht. Also gut, einen ganz tollen Tag euch. Bis bald. Ciao. Leute, dieser Moment, wenn man nach Feierabend fast das einzigste Auto weit und breit ist. Hinter mir ist eins und neben mir sind zwei. Aber ich bin eins der letzten Autos. Also mein Auto ist eins der letzten Autos. Ich habe noch gar nichts gegessen. Ich bin mega fertig. Aber mal gucken, ob ich mich nachher besser fühle. Ich fahre jetzt schnell zur Tankstelle. Endlich! Und kaufe mir was zu essen, weil ich keine Lust habe, mir jetzt was zu Hause zu essen zu machen. Ich will irgendein Brot. Ich hoffe, die haben noch was dort. Also ihr Lieben, ich melde mich vielleicht später bei euch. Ich will einfach nur jetzt was essen, nach Hause, meine Ruhe. Vielleicht mache ich noch später eine Story. Ich muss mal schauen, weil meine Vorsätze wollte ich euch ja noch irgendwann mal sagen. Also bis dann, macht's gut. Ciao.